So bis hier darf ich gehen, aber ich darf nicht ins Jobcenter rein. Ich habe Hausverbot, weil ich Dinge kritisiert habe, die man nicht hören möchte als Mitarbeiterin und die vor allen Dingen nicht an die Öffentlichkeit sollen. Und wie war die Genese Ihrer Enthüllung, Ihres Whistleblowings? Wie kam es dazu? Also ich habe das über die ganzen Jahre, die Missstände beobachtet. Ich habe die internen Weisungen beobachtet, habe gedacht, das passt nicht mehr zusammen. Wir müssen hier, ich sag mal, Handlungen durchführen, die Menschen unwürdig sind, die in meinen Augen gegen das Grundgesetz verstoßen. Und ich wollte mir Luft verschaffen. Ich wollte den Betroffenen wirklich einfach Recht geben und habe gesagt, ihr träumt nicht. Ja, es ist die Realität, wie wir handeln müssen, was ihr erlebt. Wie ging es Ihnen in der Zeit, wo man, also bevor Sie das quasi öffentlich gemacht haben, wo man merkt, hier laufen Dinge schief, aber ich darf nicht drüber reden oder wenn ich drüber rede, reagiert keiner? Also mir ging es immer schlechter, habe ich festgestellt. Ich habe das viel an meiner Familie ausgelassen, das war auch nicht so gut. Mit Freunden gesprochen, mit Kollegen gesprochen, die mir auch Recht gaben. Und ich merkte, ich komme in einen enormen Druck, ja? Also vor allen Dingen mein Gewissen und immer die Frage, was tue ich hier im Grunde genommen. Ja? Die Arbeit mit den Menschen ist schön, aber gegen die Menschen bewusst arbeiten zu müssen, das habe ich gedacht, das geht nicht mehr. Ich habe gerade schon mal gefragt, ich frage nochmal, wie sind Sie dann vorgegangen? Das heißt erstmal, wie haben Sie intern versucht, das Ganze zu regeln oder zu klären? Also ich habe mit Kollegen gesprochen, die haben dann in der Regel die Bürotür zugemacht, haben mir mehrheitlich Recht gegeben, haben aber gleichzeitig gesagt, wenn wir damit an die Öffentlichkeit gehen oder an die Zentrale, dann haben wir unseren Job los, was ja auch dem entspricht. Ich habe mit der Zentrale versucht, Kontakt aufzunehmen, mit der Bundesagentur für Arbeit, mit allen Ministerien und habe nie eine Reaktion erhalten. Wie fühlt man sich, wenn man auf was hinweist und man denkt, das ist richtig, aber keiner hört einem zu? Also ich muss sagen, ich fühle mich jetzt trotzdem gut. Das ist ganz wichtig, weil ich der Meinung bin, ich bin im Recht. Und das sagen ja auch die Betroffenen, das sagen die Verbände, selbst die Gewerkschaften geben mir Recht, ja, die Politiker. Und von dem her kann ich mich nur gut fühlen, weil ich bin ja nicht im Unrecht. Ich meinte aber auch vorher, also wenn man versucht intern was zu regeln, man versucht aufzuklären, man versucht den Leuten zu sagen, das geht so nicht und es hört einem einfach keiner zu. Wie fühlt man sich da? Also ich habe dann irgendwann resigniert und habe gedacht, gut, wenn mir keiner zuhören will, wenn man es gar nicht hören möchte, dann muss ich halt alleine losziehen. Ja. Und was haben Sie dann gemacht? Ich habe dann den kritischen Blog eröffnet letztes Jahr im April, habe immer schärfere Artikel verfasst, war an öffentlichen Vorträgen, um das in die Öffentlichkeit zu bringen. Wie war die Reaktion vom Jobcenter? Die Reaktion vom Jobcenter kam ganz schnell mit einer Suspendierung und Hausverbot und natürlich Klage vor den Arbeitsgerichten. Ja. Das heißt, wie sieht die Situation jetzt für Sie aus? Also aktuell steht ein Hauptklageverfahren an vor dem Landesarbeitsgericht, immer noch auf die Weiterbeschäftigung im Jobcenter. Sie haben sich ja vorbereitet, haben Sie erzählt. Können Sie da ein bisschen was drüber erzählen? Wie ist es quasi dann dazu gekommen, dass Sie dann in die Öffentlichkeit gegangen haben? Was haben Sie getan? Ich habe andere Whistleblower, deren Lebensgeschichte beobachtet, nachgelesen, geguckt, wie geht es denen damit und festgestellt, ich brauche vorher psychologische Betreuung, Beratung eher. Habe die mir genommen und habe das mit einer Psychotherapeutin fast ein Jahr vorbereitet. Das heißt, wir haben alle Szenarien durchgespielt. Was passiert, wenn ich diffamiert werde? Was passiert mit Bedrohungen? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn ich merke, ich kriege ein politisches Burnout? Die Kräfte lassen nach. Und ich würde sagen, also das rettet mich jetzt auch, war sehr, sehr gut und sollte unbedingt jeder Whistleblower vorher machen. Die meisten Whistleblower, habe ich gestern mit Herrn Strack besprochen oder auch erfahren, sind ja gar nicht darauf vorbereitet, dass dann sowas passiert. Kann man sich auf das vorbereiten, was da kommt? Und weil die meisten dann denken, sie wollen ja nur was Gutes tun. Ich denke, wenn man ein System so lange beobachtet hat wie ich, ja, dann kann man das durchaus vorbereiten. Ist auch notwendig. Wenn man jetzt feststellt, man ist in meinem Unternehmen und da laufen Missstände oder Betrug, Korruption ab, da glaube ich, ist es sehr schwierig, sich vorzubereiten, weil das kommt ja ad hoc. Haben Sie das schon mal bereut, dass Sie an die Öffentlichkeit gegangen sind und sich so diesem öffentlichen Druck oder auch dem Druck von den Behörden aussetzen? Nein, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich habe das Gefühl, mit jeder Woche werde ich stärker. So, und die große Solidaritätswelle, die ich von Betroffenen, Verbänden, Gewerkschaften, Politikern erhalte, das gibt ja unwahrscheinlich Kraft. Was für Erfahrungen haben Sie mit anderen Whistleblowern gemacht, die vielleicht auf Sie zukamen? Also die primäre Erfahrung war, dass die psychisch sehr
ich sag mal, betroffen waren, auch angegriffen. Das, man hat den, ja, den Kampf angemerkt, so, aber nichtsdestotrotz haben sie mir Mut zugesprochen. Und alle haben gesagt, sie würden es immer wieder tun, ja. Bezogen auf den Vergleich, so, Sie kriegen sehr viel Aufmerksamkeit, andere kriegen nicht so viel Aufmerksamkeit. Gab es da irgendwelche Rückmeldungen und welche oder auch Austausch? Also sie haben mich bestätigt, dass ich die Medien von Anfang an eingebunden habe. Haben sie gesagt, das hätten sie auch machen sollen, war für sie aber schwierig. Und sie haben ja die mediale Öffentlichkeit erst gehabt, als es schon beim Gericht war sozusagen. Und da war es im Grunde genommen schon fast zu spät. Ja. Wie erklären Sie sich das, dass Sie so viel Aufmerksamkeit bekommen von Journalisten, von Medien? Einmal natürlich vom Thema selbst her, Hartz IV, Jobcenter ist immer ein brisantes Thema. Aber auch, dass die Medien vielleicht merken, so jetzt kommt endlich eine Stimme aus dem Inneren. Ja, und das war ja bisher nicht in diesem Maße, wenn dann vielleicht anonym, aber nicht öffentlich mit Namen. Was meinen Sie denn, warum sind Sie jetzt die Einzige, die das so lange konsequent durchgezogen hat und sich da so drauf vorbereitet hat? Warum haben das nicht schon andere vor Ihnen getan? Ich denke, ich bin die Erste, weil ich keine Angst vor Whistleblowing habe. Ich habe keine Angst vor Diffamierung. Ja, und die anderen, klar, sie haben Existenzängste. Sie haben Angst, dass sie ihren Job verlieren, was ja mein Beispiel gut sichtbar ist. So, aber ich denke auch Angst vor Mobbing, vor Bossing. Ja, und das ist eine ganz große Angst. Ja. Ist die berechtigt? Ja, natürlich ist die berechtigt. Ja. Man merkt ja schon anhand der Pressemitteilung von Seiten der BA, die über mich lief, wie diffamierend die war. Und ich sehe die aber so, das ist ein Warnschuss an die Kollegen gewesen. Verhaltet euch nicht so wie Hannemann, dann passiert euch auch das. Ja, und das macht natürlich den Kollegen Angst, klar. Als Sie an die Öffentlichkeit gegangen sind mit Ihrem Blog, mit Ihren Vorträgen, wie waren denn die Reaktionen auch aus Ihrem Umfeld, aus dem privaten, persönlichen, aber auch beruflichen und anderen Umfeld? Denn die Reaktionen waren von Anfang an positiv, besonders natürlich bei den Betroffenen. Meine Familie hat gesagt, mach mal, die lassen mich einfach, mal gucken, was passiert. So, und aus dem Kollegenkreis, die fanden das erstmal sehr skeptisch. Das lag, glaube ich, aber liegt auch daran, dass ich so mehr oder weniger die Einzige bin, die auch einen Blog betreibt. Eher fremd, ja, für die Menschen. Wie bewerten Sie denn jetzt die rechtliche Situation von Whistleblowern in Deutschland? Also die Whistleblower in Deutschland sind überhaupt nicht in meinen Augen geschützt, ja, weil es gibt ja kein eigenes Whistleblower-Gesetz. Gut, die SPD hatte mal einen Vorstoß versucht, das ging ja nicht. Mit der neuen Koalition bin ich noch sehr skeptisch, ob es da weiter vorangeht. Und sich immer nur berufen auf dieses Arbeitnehmerschutzgesetz ist zu wenig, das reicht definitiv nicht. Ne? Und wenn man sich die Whistleblower-Geschichten anguckt, im Grunde genommen haben die alle ihren Arbeitsplatz verloren. Und das sagt ja schon aus, dass das Gesetz nicht reicht. Wieso braucht das in Ihren Augen ein Whistleblower-Gesetz? Wo ist da der Unterschied zum Arbeitnehmerschutzgesetz und wie sollte das aussehen? Also ein Whistleblower-Gesetz erkennt die Whistleblower ja erstmal an. Und damit haben wir auch den Schutz. Weil Whistleblowing ist ja sozusagen Missstände aufdecken. Und ich bin der Meinung, Missstände sollten konstruktiv umgesetzt werden. Und dafür sehe ich auch das Gesetz einfach, damit die Whistleblower eben nicht nachher auf der Straße stehen, damit sie nicht diffamiert werden, sondern einfach eine Anerkennung haben. Wieso meinen Sie, reicht das Arbeitnehmerschutzgesetz nicht aus? Weil das Arbeitnehmerschutzgesetz geht ja nur um den Arbeitsplatz, aber nicht um den Whistleblower als Mensch an sich. Und der Whistleblower steht aber als Mensch für die Sache, um die Missstände aufzudecken. Und kann ja damit auch wirklich Korruption, sag ich mal, verhindern und die Gesellschaft auch in eine andere Richtung führen. Frau Hannemann, was würden Sie denn zukünftigen Whistleblowern raten? Wie sollte man damit umgehen? Also ganz wichtig finde ich, dass Whistleblower von innen und außen Unterstützung bekommen. Das heißt, wenn sie von innen herausgehen, aber von außen schon die Unterstützung haben, dass sie sich tatsächlich psychisch darauf vorbereiten, was kann passieren, was passiert mit ihnen selbst als Mensch. Und dass sie einfach für sich sagen, ich versuche auch etwas für die Gesellschaft zu tun. Und das finde ich ganz wichtig. Ja, es geht mir hier nicht um persönliche Rache, sondern um etwas, um die Gesellschaft auch zu schützen. Und ich glaube, das sollte man sich immer wieder sagen. Eine Frage fällt mir noch ein. Wie wichtig waren denn jetzt auch die Medien, Journalisten für Sie? Die Medien sind natürlich ganz wichtig für mich. Ja. Einmal, um das alles an die Öffentlichkeit zu transportieren.
Dann, und ich sehe auch einen gewissen Schutz für mich in den Medien, ja, weil das ist klar, wenn mir irgendwas passiert, ob durch einen Arbeitgeber oder sonst wie von außen, dann wird das in den Medien breitgetragen, ne? Und das ist natürlich ein ganz großer Schutz für mich, klar.